Mythos anzunehmen, dass Sexualität von alleine passiert. Denn Sexualität in höheren Altersgruppen ist eine Entscheidung. Sie kommt nicht mehr von alleine zurück. Sie müssen sich aktiv Zeit dazu nehmen. Ulrich Clement, Professor für systemische Sexualtherapie der Universität Heidelberg, sagte mal dazu: Sexualität im Alter und in einer Dauerbeziehung muss man wollen. Und selbst wenn beide sich Sexualität wünschen, kommt es oft innerhalb einer längeren Paarbeziehung häufig nicht mehr vor. Und das, obwohl beide eigentlich ein Bedürfnis danach haben. Doch es wird oft überlagert durch Pflichten, durch Aufgaben, durch Beruf, durch Stress oder es wird ausgelagert. Stichwort Affären oder Internetsex. Die gemeinsame Sexualität rückt dadurch mehr und mehr in den Hintergrund. Und dadurch wird es immer schwieriger, dieses Thema anzusprechen. Denn je länger ein Paar in diesem abstinenten Zustand lebte, umso größer ist das Tabu. Bei Männern, die aufgrund ihrer Prostataoperation Schwierigkeiten haben, ihre Erektion zu halten, kommen weitere Tabus dazu. Zum Beispiel so Peinlichkeitsgefühle oder Versagensängste, die in einem Vermeidungsverhalten münden können. Und oft geht damit auch die Frage der Männlichkeit einher. Bin ich jetzt überhaupt noch ein richtiger Mann? Ein weiterer Stressor ist die Krebsdiagnose, die lebensbedrohlich und die ganze Existenz gefährden kann. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass in meiner Praxis niemand ist, der damit alleine umgehen will. Und die Chance, die in der Sexualität im Alter oder auch in dieser Diagnose steckt, ist, dass Menschen wieder beginnen, sich einander zuzuwenden. Wie ich eingangs sagte, ist das Bedürfnis nach Berührung, nach Angenommensein ein Grundbedürfnis. Und dieses Grundbedürfnis ist universell, unabhängig vom Alter. Natürlich ist es bei Kindern anders als bei Erwachsenen, aber es kommt in jeder Altersgruppe vor. Jüngeren Männern fehlt es aufgrund ihres höheren Testosteronhaushaltes oft die Geduld für eine langsame Zweisamkeit. Da bei denen ist es eher so eine aufsteigende, eine virile, eine nach oben gerichtete Lust. Ja, so. Und Rainer Maria Rilke beschrieb diesen Zustand mal: der Eros zermürbte mir damals das Gemüt. Das hat er mal in einem Brief geschrieben. Ja. Die Chance in dieser Phase ist, sich durch Intimität und Zweisamkeit in einen neuen Gemütszustand hineintragen zu lassen. Hier geht es darum, dass ein Bündnis genährt wird. Ein Bündnis der Zartheit, denn die Haut wird dünner. Es kann das Bedürfnis nach Verbundenheit zu einem Partner sein. Oder, wie Dinah Richardson es in ihrem Buch Slow Sex bezeichnete, die freudvolle Kommunion zweier Seelen.